Im Jahr 2000 haben die Vereinten Nationen 8 weltweit gültige Entwicklungsziele formuliert. Diese Ziele wollen sowohl globale Armut und Hunger reduzieren, als auch Chancengleichheit in den Bereichen Bildung, Geschlechtergerechtigkeit und Gesundheit herstellen. Sie streben außerdem ökologische Nachhaltigkeit und globale Partnerschaft an. Im Jahr 2015 läuft die Frist zur Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele ab. Wir wollen darauf schauen, was in den letzten 15 Jahren erreicht wurde und welche globalen Probleme mit den MDG nicht gelöst werden können. Zunächst wollen wir uns MDG 1, die Bekämpfung von extremer Armut und Hunger, anschauen. Dazu haben wir das Projekt Deine Stimme gegen Armut des Verbands Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe besucht, das die Umsetzung der MDG intensiv begleitet. Mein Name ist Klaus Görting, ich leite das Projekt Deine Stimme gegen Armut, Entwicklung braucht Beteiligung. Das ist ein Projekt des Verbandes Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregierungsorganisation. Das gibt es seit 2005. Es ist damals gegründet worden von FENRO in Zusammenarbeit mit Herbert Grönemeyer und einer ganzen Reihe von Künstlern und Menschen aus dem Medienbereich. Und die Überlegung war damals, und die gilt bis heute, mit diesem Projekt für die Bekämpfung der weltweiten Armut zu werben, im Allgemeinen und speziell sich auf die Millenniumsentwicklungsziele, wo ja die Bekämpfung der Armut das erste und eines der wesentlichen Ziele auch ist, einzutreten. MDG 1, die Bekämpfung von extremer Armut und Hunger, ist in 3 Unterziele aufgeteilt. Erstens die Halbierung des Anteils von Menschen, die in extremer Armut leben. Dieses Ziel wurde bereits im Jahr 2010 erreicht, wobei sich die Werte regional stark unterscheiden und die zur Berechnung zugrunde liegenden Zahlen sich auf das Jahr 1990 als Referenzpunkt beziehen. Somit ist die Erreichung des Unterziels vor allem auf die starken Erfolge bei der Armutsbekämpfung im China der 90er Jahre zurückzuführen, während die absolute Zahl extrem armer Menschen in vielen anderen Teilen der Erde nur in sehr geringem Maß zurückgegangen ist. Zweitens, Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle. Dieses Ziel ist weit davon entfernt, im Jahr 2015 erreicht zu werden. Nicht zuletzt in Deutschland ist die Zahl der Menschen, die in unsicheren Arbeitsverhältnissen leben, stark gestiegen. Im Jahr 2011 lebten mehr als 860 Millionen Beschäftigte weltweit unterhalb der Armutsgrenze von $2 pro Tag. Arbeit schützt also längst nicht mehr vor Armut. Drittens, die Halbierung des Anteils von Menschen, die Hunger leiden. Auch bei der Bekämpfung des Hungers wurden global gesehen Fortschritte gemacht. Diese Erfolge fallen jedoch regional sehr unterschiedlich aus und es ist abzusehen, dass die Halbierung des Anteils der an Hunger Leidenden bis Ende 2015 nicht in allen Regionen der Erde erreicht werden kann. Das Projekt Deine Stimme gegen Armut begleitet die MDG durch Lobby-, Öffentlichkeits- und Kampagnenarbeit. Einen unmittelbaren Beitrag zur Erreichung der MDG durch entwicklungspolitische Arbeit in der Praxis leisten viele von FENROs über 120 Mitgliedsorganisationen. Eine davon ist SODI, der Solidaritätsdienst International. Ich bin Roland Laugner, Geschäftsführer von SODI. SODI ist der Solidaritätsdienst International, eine gemeinnützige Organisation, die parteipolitisch unabhängig mit Partnern in Südostasien, Osteuropa, Afrika und Lateinamerika zusammenarbeitet und dort Projekte realisiert. Wir leben heute in einer Welt, in der viele Menschen nicht ausreichend teilhaben können an der Entwicklung in ihren Ländern. Das betrifft sowohl politische Entwicklung, das betrifft ihre ökonomische Entwicklung, aber auch kulturelle und soziale Entwicklung. SODI versucht nun eine Brücke zu bauen zwischen diesen Konflikten, die dort entstehen, indem wir Partner fördern, die es sich zum Anliegen machen, genau diese Defizite, die es in diesen Ländern gibt, auszugleichen mit Maßnahmen, die dazu dienen, die Ernährung zu sichern, die Gesundheit zu sichern, Bildung zu sichern. Ich bin Jana Nguma-Schwertfeger. Ich bin hier bei SODI, beim Solidaritätsdienst International, die Programmmanagerin für den Bereich Afrika. Unser Fokus in Subsahara-Afrika liegt darauf, marginalisierte Gruppen und vor allen Dingen Bevölkerung in ländlichen Räumen zu unterstützen.
In Mosambik haben wir zum Beispiel eine Städtepartnerschaft zwischen Berlin-Lichtenberg, dem Bezirk Berlin-Lichtenberg und dem Bezirk Kamo-Bukwana in Maputo. Diese Städtepartnerschaft wird auch von SODI betreut und im Rahmen der Städtepartnerschaft werden verschiedene Projekte implementiert, unter anderem auch landwirtschaftliche Kooperativen, die innerhalb von Mosambik in kleinen Gärten Nahrungsmittel produzieren für den eigenen Gebrauch, aber auch zum Teil Überschüsse produzieren, die dann lokal vermarktet werden. Projekte wie diese ermöglichen es Menschen, ihr Leben selbst zu gestalten. Eine wichtige Voraussetzung zur Bekämpfung von Armut. Doch wie misst man eigentlich Armut? Die offizielle Bemessungsgrenze ist, wenn jemand als extrem arm gilt, dass er eben weniger als 1,25 Dollar pro Tag zur Verfügung hat. Diese Grenze ist unseres Erachtens aus verschiedenen Gründen fragwürdig. Die Reduzierung auf sozusagen das Geld, was täglich zur Verfügung steht, blendet viele andere Dimensionen der Armut aus, wie zum Beispiel die Chancenarmut, die verhinderten Möglichkeiten, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Das sind alles Faktoren, die mit diesem sogenannten eindimensionalen Armutsbegriff, der sich jetzt nur aufs Einkommen fixiert, nicht abgebildet werden. SODI engagiert sich in vier Schwerpunktbereichen, im Bereich Existenzsicherung, Bildung, Menschenrechte und Gesundheit. Das sind dann meistens Projekte, die sogenannte integrierte Projekte sind, die also nicht nur zu zum Beispiel dem MDG 1, also Reduzierung von Hunger und Armut, beitragen, sondern dann auch Querschnittsthemen mit drin haben. Das heißt, dass die Projekte nicht nur auf eine Zielsetzung ausgerichtet sind, sondern möglichst auch verschiedene Spektren der Lebensrealität der Zielgruppe umfassen. Sprich, dass es nicht nur um Landwirtschaft geht, sondern dass auch Gendergerechtigkeit mit berücksichtigt wird, dass auch die Situation von Kranken in der Community mit berücksichtigt wird, dass Kinder und Jugendliche und ihre Bedarfe berücksichtigt werden. Und beim MDG, was den Hunger betrifft, ist das auch zu diskutieren, wird ja auch diskutiert. Es wird jetzt nach einem ganz bestimmten Satz geprüft, wie viel braucht jemand zum Leben, der dann eben überleben kann und nicht einen extremen Hunger leidet. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Faktoren, die zwar nicht unmittelbar die Gefahr besteht des Hungertodes, aber das ist das Problem der Mangelernährung. Schätzungsweise außer den ungefähr 8,5 Millionen Menschen, die an extremem Hunger und Unterernährung leiden, gibt es ja noch mal schätzungsweise 1 Milliarde, die an Mangelernährung leiden, die zwar nicht verhungern, aber denen wichtige Ernährungsgrundlagen für ein gesundes Leben einfach fehlen, vorenthalten werden, die sie nicht erhalten, was dann eben auch zu Krankheiten führen kann und so weiter und so fort. Also auch der Begriff des Hungers musste etwas erweitert werden. Stichwort wäre dann zum Beispiel der Begriff Ernährungssouveränität, der dann aussagt, dass die Leute nicht nur so viel haben, dass sie gerade mal nicht verhungern, sondern dass die Länder und dann auch die Menschen in der Lage sind, sich selbstständig ausreichend und gesund zu ernähren. Menschenwürde bedeutet für mich, dass jeder Mensch souverän in einem sicheren oder halbwegs sicheren Umfeld entscheiden kann, wie er sein Leben lebt, was er in seinem Leben macht. Und für SODI ist es ganz wichtig, dass alle Projekte bzw. alle Partnerschaften auf diesem Prinzip der Menschenwürde, der Selbstbestimmtheit, der Souveränität basieren. Deshalb arbeiten wir ausschließlich mit lokalen Organisationen zusammen, die in den Communities vor Ort verwurzelt sind, die dann partizipativ die Projekte entwickeln. Und somit sind die Projekte an den Bedarfen der Zielgruppen ausgerichtet. Dieser Bedarf ist in der ländlichen Region überwiegend eben eine stabile Ernährung, also Ernährungssicherheit zu gewährleisten, aber auch Ernährungssouveränität. Und wenn diese Ernährungssicherheit und die Ernährungssouveränität gewährleistet ist, das ist für mich oder für uns hier bei SODI ein Ausgangspunkt, um Hunger und Armut nachhaltig zu reduzieren. Doch die MDG blenden einen ganz wichtigen Teil bei der globalen Bekämpfung von Armut aus. Die Ursachen für weltweite Ungleichheit sind auf viele Jahrhunderte kolonialer Ausbeutung und Unterwerfung durch die Länder des globalen Nordens zurückzuführen. So konnte beispielsweise ein Weltwirtschaftssystem entstehen, das die soziale Ungleichheit weltweit extrem ansteigen lässt.
Das Vermögen der 80 reichsten Menschen hat sich zwischen 2009 und 2014 verdoppelt. Sie besitzen damit genauso viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung zusammen. Wir sind der Ansicht, dass zwischen Armutsbekämpfung und sozialer Gerechtigkeit ein enger Zusammenhang besteht. Ohne soziale Gerechtigkeit im weitesten Sinne, das betrifft die Geschlechtergerechtigkeit, das betrifft die Verteilungsgerechtigkeit, letztlich die Chancengerechtigkeit, wird es keine wirksame Bekämpfung von Armut und wird es keine Erreichung der globalen Entwicklungsziele geben. Das ist eben auch eine große Schwäche der MDGs, dass sie halt Macht- und Herrschaftsstrukturen nicht thematisiert, dass sie ungerechten Welthandel nicht thematisiert, dass sie nicht Bad Governance, schlechtes Regierungshandeln thematisiert. Das sind viele Ursachen, nationale und internationale, die dazu führen, dass es mit der Armutsbekämpfung und der Hungerbekämpfung nicht so vorangeht, wie es eigentlich zu wünschen ist. Deswegen fördern wir vor allen Dingen Bottom-up-Ansätze. Das heißt, dass wir partizipativ mit den Zielgruppen, mit den sogenannten Beneficiaries und eben den Grassroots-Organisationen Projekte entwickeln, die ganz klar auch auf das sogenannte Capacity Development der lokalen Bevölkerung abzielen. Das heißt, dass innerhalb der Projekte es ermöglicht werden soll, dass Menschen selbstbestimmt handeln und unabhängig handeln und möglichst aus solchen Strukturen, dass möglichst ihr Verhalten und ihr Leben nicht ausschließlich durch solche Strukturen, globalen Strukturen bestimmt wird und sie Maßnahmen oder Fähigkeiten an die Hand gegeben bekommen, mit denen sie selber ihren Alltag gestalten können. Globale Gerechtigkeit ist nur dann möglich, wenn die wirtschaftlichen und sozialen Strukturen der Ungleichheit abgebaut werden. Wir alle können aktiv daran mitarbeiten, dass diese politischen und gesellschaftlichen Veränderungen bewirkt werden. Da gibt es nun verschiedene Wege und Möglichkeiten, das umzusetzen. Das machen wir zum einen, indem wir uns an entsprechenden sowohl politischen als auch ökonomischen Kampagnen beteiligen. Aber wir machen das zum Beispiel auch durch ein ziemlich intensives Bildungsprogramm, das zum Ziel hat, genau die Informationen, genau die Bedingungen, genau die Konditionen, die diese Menschen in diesen Ländern hat, auch hier vor Ort in Deutschland den jungen Menschen und auch älteren Menschen zu vermitteln und ihnen damit die Möglichkeit zu geben, auch schon durch ihr Leben hier in Deutschland einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Armut in diesen Ländern nicht weiter ansteigt. Das heißt, dass wir natürlich auch Leute brauchen, die uns ehrenamtlich unterstützen. Wir brauchen Manpower, wir brauchen Leute, die mit uns gemeinsam die Projekte koordinieren und organisieren, die unsere Arbeit, die SODI und seine Partner, seine internationalen Partner nach außen hin hier in Deutschland repräsentieren. Also auf Stadtteilfesten, auf Demonstrationen oder Ähnlichem. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, im Projekt aktiv zu werden. Im Bereich der Kampagnen. Wir machen Kampagnen zu jeweils unterschiedlichen Aspekten der Armutsbekämpfung und der Millenniumsziele, also sozusagen durch verschiedenste Formen, traditionellerweise die E-Mail-Aktion, Einfluss auf die Politik nehmen. Vor allem wir, die wir im reichen Teil der Erde leben, müssen uns unserer globalen Verantwortung bewusst sein. Wenn wir politischen Druck machen und uns weigern, Ausbeutungssysteme zu unterstützen, können die Ziele des MDG 1 vielleicht irgendwann erreicht werden.